Das, wenn ich heute noch wüsste. Papst, ich wollte mal Papst werden. Das war zu meiner Messdienerzeit. Das ist lange her. Und dann hat es mich irgendwie auf Bühnen gezogen. Ich wollte irgendwie was mit Theater machen. Da war ich dann aber schon was älter, aber ich habe festgestellt, ich bin vielleicht gar nicht so geeignet dafür. Aber irgendwie so Bühne, das hat mich immer interessiert. Ich habe es dann in der Theorie studiert, ne? Theaterwissenschaft. So. Aber sonst alte Berufswünsche als Kind. Ich kann mich nur daran erinnern, ich wollte auch mal Dieb werden, das wollte ich auch mal. Und komischerweise auch Polizist. Ich weiß aber die Reihenfolge nicht mehr. Ich glaube, erst Dieb, dann Polizist. Für Diabetiker geeignet. Also Literflaschen aus der Pfalz und Genossenschaftsweine von der Nahe, die mein Vater getrunken hat, der Diabetiker war. Und da stand immer so ein Label drauf, für Diabetiker geeignet. Und die waren verdammt trocken und sehr, sehr sauer. Und die haben mich eigentlich vom Weintrinken abgehalten. Und tatsächlich war der erste Wein, der mir gut geschmeckt hat, der kam tatsächlich aus einem Kelch in der Kirche. Der war also anscheinend etwas süßer. Also das war irgendwie, der Kelch war golden, das erinnere ich mich noch. Und der Geschmack war ganz okay. Genau, der erste Wein, der mir dann wirklich gefallen hat, war dann eigentlich, als ich in München Student war. Und das war ein weißer Bordeaux. Keine Grand Cru-Lage, es war ein Entre-deux-Mers und das hatte ich zum ersten Mal festgestellt, dass Wein auch Frucht haben kann. Das hatte ich in den Genossenschaftsweinen meines Vaters so nicht festgestellt. Die hatten eigentlich nur Säure und waren ein kühles Nass, aber eigentlich für mich nicht genießbar. Dir bleibt am Ende gar nichts anderes über. Also du machst Theaterwissenschaft, da studierst du, weil du irgendwie eine Passion für Theater hattest. Bei mir war es eher die Kleinkunst, also Kabarett, Revue, alles, was so in den 20er Jahren passierte. Da war ich ein großer Fan von, auch von Bert Brecht und seinem Theater. Und ja, ich habe das in München studiert und als Studentenjob mir einen Job in der Weinhandlung gesucht. Das war eigentlich dann das Weinvirus, das mich dann gepackt hat. Und habe dann in der Handlung 9 oder 10 Jahre gearbeitet, habe auch sie geführt dann über mehrere Jahre. Und genau, dann war irgendwann das Studium beendet. Dann habe ich mich in den Promotionsstudiengang eingeschrieben und an der Uni auch gearbeitet in München, hatte einen Forschungs- und Lehrauftrag, habe Seminare gegeben für Sachen Grundstudium, 3 Jahre. Und dann war meine Promotion eigentlich fast fertig und ich hatte zwischenzeitlich schon für die Süddeutsche geschrieben über Theater und Musik und dann plötzlich hatte ich auch einen Auftrag, ich soll was über Wein schreiben. Und das war ein Artikel über Champagner und das war, glaube ich, im Herbst 2000, also 20 Jahre her jetzt. So ziemlich genau 20 Jahre. Und aufgrund dieses Artikels habe ich Anfragen von anderen Zeitungen bekommen, die wollten, dass ich sowas auch für sie schreibe. Und dann wurde ich nur noch für Wein gebucht und nie wieder für Musik und nie wieder für Theater, sondern nur Wein. Also plötzlich war ich als Kulturkritiker zum Weinkritiker. Noch nicht Kritiker, sondern Reporter oder wie sagt man das? Ich habe ja keine Weinkritiken geschrieben damals, das waren ja Reportagen. Ich habe mit Wein 10 Jahre zu tun gehabt und habe darüber berichtet, was das mit mir macht oder wie das so ist und rutschte dann eigentlich erst so langsam in diese Weinszene rein. Das war am Anfang noch ganz angenehm, weil keiner kannte mich. Ich konnte schreiben, was ich wollte. Ich war völlig frei. Ich beleidigte niemanden, zumindest nicht aus meinem Bekanntenkreis. Ich kannte ja niemanden. Und das war eine grandiose Zeit. Also völlig unabhängig und konnte völlig unbedarft über Wein schreiben. Wohl mit einem Background von 10 Jahren Verkauf und 10 Jahre sozusagen Eigenstudium. Ne? Du gehst ja nicht nur in Weinhandlung verkaufen, sondern ich habe viele Seminare besucht und viel gelesen, viel probiert. Das war das Wichtigste, viel zu probieren. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, ich kam dazu. Erst als Reporter, ja, habe Reportagen geschrieben, dann für Feinschmecker. Damals, als die Weltwoche noch linksliberal war, auch dafür in der Schweiz und verschiedene Publikationen eigentlich. Eigentlich auch immer gute und für die Süddeutsche natürlich dann, ich glaube, zwei
2 Jahre oder 3, ich weiß gar nicht mehr, dann später als freier Autor eben weiter, immer mal wieder und genau. Und der Sprung dann in diesen, was man sagen, Weinkritikerbereich, der war eigentlich erst 2008 als ich einen Weinwisser als Blattmacher übernommen hatte, ne, von René Gabriel und ich haben das dann gemacht. Ich habe das Team dann was vergrößert und das ist ja bis heute meines Wissens ja auch immer noch ein größeres Autorenteam. Damals waren wir anfänglich nur zu zweit und da habe ich dann angefangen, eben Weinkritiken zu schreiben, also Weine zu beschreiben. Also das habe ich früher für den Weingourmet und Feinschmecker zwar auch gemacht, aber eher im kleinen Rahmen und das wurde dann mit Weinwisser größer. Dann in 2004 habe ich angefangen, für The World of Fine Wine zu schreiben, das in London verlegt wird und erscheint. Ein ganz tolles Magazin, dem ich bis heute treu geblieben bin. Und das war eigentlich mein Eintritt in die englischsprachige Welt. Und darüber habe ich dann auch das Buch The Finest Wines of Germany geschrieben. Das hat dieser Verlag damals rausgebracht. Das war eine Serie, The Finest Wines of. Und da hatte ich den Auftrag, Deutschland zu schreiben. Und das war in 2012. Ja, das war eigentlich der Eintritt in den englischen Raum und dann irgendwann kam ich eine E-Mail von Robert Parker und sagte, hi, ich bin Bob, stellte sich vor und sein Magazin, klar, kannte man natürlich, aber er stellte sich trotzdem vor und fragte, ob ich Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Und genau, das war irgendwie lustigerweise zu einem Zeitpunkt, wo ich vom Wein eigentlich schon wieder zurücktreten wollte. Zwar nicht ganz, aber ich wollte wieder mehr in den kulturellen Bereich, wieder mehr Bühne und also nicht nur Wein. Ich wollte irgendwie wieder andere Horizonte auch sehen. Ne? Zwar den Wein nicht aufgeben, aber ich wollte jetzt kein Fachidiot werden. Ne? Und was bin ich geworden? Also das war jetzt erstmal kein Hurra-Schrei, lustigerweise, sondern aber ablehnen konnte man das auch nicht. Ne? Weil das war irgendwie das Ende der Fahnenstange im Kritikerbereich. Wo willst du sonst noch hin? Und deswegen habe ich das angenommen und jetzt bin ich im 7. Jahr. Nein, das stelle ich auch, das würde ich auch heute nie sagen, dass ich ein besonderes Talent dafür habe. Weiß ich nicht. Also meinen Kindern fällt es mehr auf, weil ich jeden Mist rieche, also in der Wohnung. Wenn sie irgendwas geöffnet haben oder so, was sie nicht sollten oder so, das rieche ich durch 2 Zimmer. Also das finden die immer unfassbar. Das können die nicht begreifen, wie sowas eigentlich möglich ist. Und also ich habe, sagen wir mal, einen Geruchssinn. Ich nehme viel wahr, aber ich sage, es gibt bestimmt Leute, die stärker sind darin, diese Gerüche jetzt auf den Punkt zu bringen. Ne? Ich finde das bei Wein jetzt auch nicht so wichtig jetzt, dass man da allerlei Aromen reiht, weil die sich ja sowieso ständig verändern. Von daher, für mich ist Weinverkosten eine Sache der Konzentration und fast auch der Meditation. Du lässt dich ja mit jedem neuen Wein, den du im Glas hast, du musst dich ja erst immer darauf einlassen, zumal wenn der Vorgängerwein von jemandem anderen kommt und der Nachfolger auch wieder von jemandem anderen. Du tauchst da ja immer in ganz verschiedene Kosmen ein und das ist schon eine Sache, die mit Meditation, mit Konzentration zu tun hat. Oder vielleicht ist Meditation das falsche Wort, aber man vertieft sich, also ich mache es zumindest so, deswegen bin ich auch kein Schnellkoster, sondern ich lasse mir wirklich Zeit damit. Also es kann schon mal je nach Wein, nach Komplexitätsgrad, kann das schon mal 10, 15 Minuten dauern und manchmal kommt der Wein dann auch nochmal auf den Tisch und nochmal und nochmal. Je nachdem, je nach Komplexitätsgrad. Und dafür braucht man eben, schmecken, natürlich ist Schmecken wichtig, ne? Abtasten, den Wein abtasten im Mund, aber ich sag, von der Nase her, letztendlich geht es darum, dass man ungefähr den Grundzug, ist es ein floraler Wein, ein fruchtiger Wein, ist es ein würziger Wein, ein aufdringlicher Wein oder ein feiner, subtiler Wein. Ich finde, das ist eigentlich interessanter als bestimmte Aromen. Ne? Ja, wie läuft das ab? Farbe, wenn sie auffällig ist. Also wenn Pinot Noir sehr dunkel ist, dann schreibe ich das. Wenn extrem hell ist, schreibe ich das auch.
Oder wenn Riesling sehr golden ist, so, dann schreibe ich das. Aber ich habe keine Lust, immer Zitrusgelb zu schreiben oder sowas. Ne? Das glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt so interessant ist. Wir sind ja schon ein Konsumentenblatt. Letztendlich, ich weiß nicht, wie unsere Leser den Wine Advocate lesen oder unsere Kritiken. Natürlich wollen sie so viel wie möglich erfahren über den Wein in in diesen paar Zeilen. Ob jetzt dann die Farbe wirklich so viel aussagt, natürlich, man sagt sich was aus, aber in dem Fall geht es darum, geht es glaube ich eher um andere Sachen, die wichtiger sind. Und dann, was ich eben schon mal sagte, die meiste Zeit geht eigentlich fürs Riechen. Also sozusagen, dass ich mich in diesen Kosmos von diesem Wein hineinfallen lasse oder den sozusagen nicht fallen lasse, sondern du eroberst dir den Stück für Stück. Das dauert. Und du kriegst dann schon auch eine Vorstellung darüber, wo der gewachsen ist, auch wie der vinifiziert worden ist. Das sagt schon viel aus. Du kannst da schon viel erschnuppern. Und dann guckst du am Gaumen, wie er da wirkt. Ne? Das ist eher so ein Abtasten. Und ich schlucke nie, es sei denn, der Wein ist so viskos oder so animiert, dass er schneller runter ist, als du darüber nachgedacht hast, ihn noch auszuspucken. Das kommt zuweilen auch vor. Bei Süßweinen kommt das leider häufig vor, weil die sind ja oft Trockenbeeren auslesen, Beeren auslesen. Die können ja so viskos und konzentriert sein, die kriegst du gar nicht mehr ausgespuckt. Die kleben da sozusagen am Gaumen. Und ja, also das kann dann sein, dass ich einen Wein noch mal zwei, dreimal in den Mund nehme. Also auch da mir Zeit nehme, sozusagen. Und dann ist das ja auch so, dass ich, wenn ich einen Text schreibe, ich mache da keine Stichworte, sondern ich nehme mir Zeit und habe dann auch die Zeit, den sozusagen zu formulieren als Text. Das soll dann lesbar sein, es soll einen guten Rhythmus haben, einen guten Leserhythmus haben, auch einen Vorleserhythmus, wobei keiner liest das natürlich vor, aber so, das ist mein Anspruch ans Schreiben, ist, dass die Sprache einen Rhythmus hat. Das weiß ich nicht, ich habe vorher halt geschrieben für Zeitungen und jetzt Kolumne für die FAZ oder so, das ist mir schon wichtig, dass das einen Leserhythmus hat, dass man am Ball bleibt. Es ist nicht nur der Inhalt, der einen weiter lesen lässt, glaube ich, sondern es ist auch die Sprache, die Form und auch Rhythmus. Irgendwie ist mir das wichtig und das kann ich ganz gut, wenn ich einen Wein eben langsam verkoste, dann kann ich sozusagen an dem Text feilen. Das ist also jetzt nicht eine sachliche, mal eben hingeschluderte Degustationsnotiz, ne? Apfel, Birnen, Kraut und Rüben, kurzer Abgang und scharf in der Mitte oder irgendwie so. Das ist mir zu banal. Dafür sind die Weine auch zu komplex, die ich mir schicken lasse oder die ich verkoste. Das sind ja, ich mache ja jetzt keine Supermarktweine, weil wir dafür nicht die Leser haben. Ne? Wir kaufen nicht den Wein Advocate, um Banalweine zu trinken. Ne? Ist alles ein Vorgang. Ich will den Text nicht mehr sehen. Wenn der Wein der nächste ist, will ich ihn eigentlich nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass wir Proofreader haben, die sich das nochmal angucken. Und natürlich, und da merkt man, dass man vielleicht eine Pause machen sollte, wenn irgendwie ein Wort zum dritten oder vierten Mal auftaucht, also wenn du redundant wirst, dann ist vielleicht mal ein Zeitpunkt, eine Pause zu machen. Das fällt dir manchmal, wenn du doch nochmal drüber guckst, fällt dir das auf, dann sagst du, oh Mann, da hatte ich die Form verlassen. Ne? Über so einen Text gehst du dann nochmal drüber, also lieber du selbst. Aber das kommt eigentlich selten vor. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass ich hier 60, 100 Weine am Tag durchjage, sondern wenn ich 30, bei mir zu Hause jetzt, ne, wenn ich 30 schaffe am Tag, dann bin ich eigentlich zufrieden. Champagner oder so, das waren oder Schaumweine, sind deutlich weniger, 20 vielleicht. Eben, weil es eben, das sind ja nicht nur degustatorische Fähigkeiten, sondern das ist vor allen Dingen Konzentration, sich darauf einzulassen. Das ist immer ein ja, Eroberungsakt oder Liebesakt oder wie auch immer. Das ist etwas, das einfach Zeit braucht. Ne? Und deswegen, die Texte, ich meine, letztendlich ist es doch nichts, gibt ja nichts Langweiligeres, als hunderte von Degustationsnotizen zu lesen. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir da zwei Damen in Napa sitzen haben, die das mit Passion tun.
Exakt, das ist so. Die haben dich geholt, weil sie dir vertrauen. Sie haben sich vorher über dich informiert. Die wissen also verdammt viel über dich, bevor sie dich überhaupt fragen. Und sie sprechen dir diese Kompetenz zu und stellen auch überhaupt nichts in Frage. Also, das damals, als ich weiß nicht, in der wievielten Reportage ich dann zum ersten Mal 100 Punkte vergeben habe, das muss man sich ja auch trauen, zumal als damals ja noch relativ junger oder neuer. Jung war ich damals auch nicht mehr, aber als neuer Advocate-Mann, genau, hast du vielleicht erstmal Berührungsangst da vor der Höchstnote. Und dann hatte ich ja direkt drei in einem Report. Und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was zurückkommt. Aber es kam überhaupt nichts zurück. Ich habe Robert Parker dann in London getroffen und der kam zu mir und war total happy mit dem Report und auch mit diesen drei Weinen 100 Punkte. Der wollte die sich unbedingt besorgen und wissen, wie das ist. Aber nicht aus Skepsis, sondern oder als Kontrolle, sondern weil er fand das so spannend, dass er gesagt hat, jetzt muss er sie haben natürlich. Ne? Das ist vielleicht auch das andere bei den Amerikanern, die natürlich eine Begeisterungsfähigkeit haben und die sich darüber freuen, wenn ein Wein so gut gefallen hat, die das dann kennenlernen wollen. Ne? Das ist ja nicht in jedem Kulturkreis so. Nein, die kann ich nicht alle sehen. Also ich versuche ja grundsätzlich alles in der Region zu probieren, möglichst viel. Also ich sage mal von den 4000 Weinen, die mein Jahresprogramm sind, die ich also im Blatt beschreibe, denke ich mal, dass 3000 mit Sicherheit in der Region verkostet worden sind. Wenn nicht mehr, weil ich es tunlichst vermeide, zu viele Weine in meiner Wohnung stehen zu haben, weil da habe ich gerne andere Dinge um mich rum, was mir allerdings überhaupt nicht gelungen ist, zumal in diesem Corona-Jahr. Ne? Das ist natürlich dann völlig anders. Also in diesem Jahr habe ich zwei oder drei Reisen gemacht. Und sonst sind es 180, 190 Tage im Jahr, die ich unterwegs bin. Da braucht man eigentlich schon fast keine Wohnung mehr, zumindest keine große, sondern eigentlich nur eine Waschmaschine und einen Kleiderschrank und einen Kofferschrank. Das ist ein bisschen, das Leben, so sieht das aus. Und wenn ich das noch kurz nochmal korrigieren darf, also 30 Weine maximal zu Hause, wenn ich unterwegs bin, geht sich das nicht aus. Ne? Muss ich 30 Weine notfalls auch am Vormittag verkosten. Früher habe ich vier Termine am Tag gemacht, das habe ich inzwischen reduziert auf zwei, maximal drei, weil man steckt das schon auch irgendwie nicht mehr so leicht weg, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war. Also das fordert einen sehr, zumal ich ja auch direkt in einer anderen Sprache schreibe, also in Deutsch spreche mit den Winzern, aber in Englisch schreibe, ist schon eine Konzentrationssache und fordert einen auch im Kopf. Und das kostet auch Kondition. Ne? Und dann im Zusammenhang mit Alkohol, das merkt man dann irgendwann. Also im Elsass macht es keinen Sinn, drei Termine zu machen. Da sind die Sortimente groß wie an der Mosel. Also du hast immer 20 oder mehr Weine auf dem Tisch stehen und die haben aber deutlich mehr Umdrehungen. Und deswegen mache ich da einen Termin um 9 oder um 10 und dann den nächsten um 13 Uhr oder vielleicht 14 Uhr und allenfalls noch einen kleinen Termin am Abend bei Winzern, die ich gut kenne mittlerweile. Wo es dann vielleicht eher um den sozialen Faktor geht oder um einen Austausch, wo jetzt nicht primär die Probe mehr im Vordergrund steht. Ne? Unabhängig bleibt ja, auch wenn ich beim Winzer bin oder so, aber natürlich macht das, ich meine, alles hat irgendwo einen Einfluss. Aber das ist ja eben die Sache der Konzentration, dass man versucht, eben diese momentanen Befindlichkeiten sozusagen auszublenden. Deswegen, ich sag mal so, im ersten Moment hat man ja oft so, man riecht rein und sagt, wow, oder man sagt im ersten Moment, oh, schwierig. Über diesen Moment muss man wegkommen. Ne? Der darf nicht die Meinung leiten, die man über diesen Wein dann hat, sondern man muss selber über diese Meinung hinauskommen. Ne? Du musst die sozusagen abklopfen, ob sich da nicht doch was ändert. Meistens ändert sich es natürlich. Und deswegen bist du dann irgendwann in einem Milieu, in einem Denkraum, der eigentlich frei ist von äußeren Einflüssen. Nämlich, wenn die da sind, bist du nicht konzentriert. Was ich auch sehr spannend immer finde in dieser Verkostungssituation auf einem Betrieb,
ist, du hast dann mit dem Winzer zu tun, du fängst das Gespräch an, du fängst an zu verkosten, der lässt dich in Ruhe, du bist ja sehr konzentriert, die trauen dich auch nicht, dich anzusprechen. Die sitzen dabei und beantworten dann aber Fragen, wenn du welche hast. Und natürlich habe ich die. Die kommen dann, wenn ich fertig bin, um sozusagen, das sind Verständnisfragen oder fragt, wie der den gemacht hat oder wo gewachsen oder wie. Also man spricht schon drüber. Natürlich nicht, wie man den Wein dann bewertet hat. Das tue ich nie. Aber man spricht über, man versucht, so viele Informationen über das Werden dieses Weins, das Werden und Wachsen dieses Weins rauszubekommen, wie möglich. So, und dann gibt es so eine bestimmte Vertrauensatmosphäre dann auch. Wenn dann eine andere Person in diesen Raum kommt, setzt sich dazu, gibt auch Senf dazu. Das hat man häufig, wenn man zwei Generationen hat. Dann ist diese Symmetrie, die da war, ist total gestört. Dann fängt man praktisch wieder von vorne an. Obwohl dir die gleichen Weine auf dem Tisch stehen, ist das eine neue Situation, ne? Deswegen, man hat natürlich einen äußeren Einfluss, der einen in der Konzentration ja eigentlich schon stört. Und man hat jetzt mit einer neuen Situation zu tun und man muss jetzt wieder versuchen, das zu akzeptieren, dass da jetzt vier Ohren sind und vier Meinungen, zwei Meinungen mehr. Und dann versucht man das wieder sozusagen außen vor zu lassen und selber wieder nur bei sich zu sein, ne? Das ist immer das Wichtige. Und das nimmt eben auch Zeit in Anspruch. Und deswegen ist auch wenig Sprechen so zwischendurch wichtig, weil es ja oft so ist, wenn es irgendwie Meinungsverschiedenheiten, Unstimmigkeiten gibt, kleine wie sagt man, beleidigt sein oder Irritationen, die stören auch. Das ist so ein bisschen wie in der Staatsbibliothek sitzen und Bücher studieren, also im Lesesaal oder so, ne? Das braucht man absolute Ruhe. Und jede Nebengeräusche oder Störgeräusche, das ist halt störend und man ist aus der Konzentration raus. Und das will ich, dass beim Wein eigentlich nicht der Fall ist. Das ist mir zu wichtig, ne? Das ist einfach eine Begutachtung und es ist ja nun mal so, dass das dann auch einigermaßen relevant ist, was man da dann lostritt oder schreibt oder wie man bewertet, ne? Ob es jetzt Text oder Punkte sind, egal. Aber man weiß, es hat doch einigermaßen Auswirkungen. Vielleicht habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber wenn man so sieht, wenn die Hochspringer irgendwie anlaufen, dass sie die Latte fokussieren und diese stereotypen Bewegungen machen, ja, das ist vielleicht eben auch so eine Konzentrationsnummer. Ich sehe vielleicht auch komisch aus beim Verkosten oder so. Und manchmal habe ich beim Schreiben, das weiß ich selber, dass man so ein bisschen grimassiert. Ja, das hat wieder auch mit dem Rhythmus zu tun. Letztendlich höre ich ja auch ganz gerne, wenn ich zu Hause verkoste, höre ich auch gerne Musik. Das stört mich dann nicht, aber ich weiß immer, welche Musik passt ja zu meiner Stimmung oder zu dem Thema, das ich habe. Das ist, da gibt es irgendwie auch, ich kann das gar nicht theoretisch fassen. Ich weiß nur in dem Moment, welche Klänge oder so sozusagen passen könnten und mich nicht stören, sondern die dann sozusagen in meinen Schreibrhythmus, Verkostungsrhythmus, Ertastrhythmus und so, dass das sozusagen alles ineinander verzahnt und nicht, dass es halt nicht passt, weil jede Irritation, wie gesagt, stört. Also als ich angefangen habe, bin ich tatsächlich mit meinem Gabriel-Glas durch die Gegend gerannt, immer. Aber das bricht natürlich auch sehr leicht. Und irgendwann habe ich das aufgegeben, nicht das Gabriel-Glas, sondern das Rumreisen mit Glas. Letztendlich, das hilft dem Leser ja nicht, wenn er nicht das gleiche Glas auch hat und nicht den gleichen Moment. Also es kommt viel zusammen, um Wein so zu beschreiben, wie man ihn jetzt wahrnimmt. Also ich will nicht sagen, das Gefäß ist egal. Es ist tatsächlich so, das war letztes Jahr nochmal eine fundamentale Erfahrung, dass ich glaube, ich kann es ja sagen, ich saß bei Weingut Prager in der Wachau, Weißenkirchen, und waren das 2018er, probiert und kam bei den Smaragden dann doch ins Schleudern. Er hatte, glaube ich, Salto Universal. Und irgendwie haben die Weine waren für mich alle so verschlossen, ich wusste gar nicht, wie sie beschreiben konnte. Sie waren irgendwie überhaupt nicht da. Mir fallen keine Vokabeln ein, keine beschreibenden Wörter.
Ich sage, aber ob ich ein anderes Glas hätte. Und er hat das Burgunderglas noch gehabt von Salto, dieses große. Und dann haben wir die Weine alle da reingetan und das war so was von fundamental unterschiedlich. Und dann waren es absolut grandiose Weine. So, natürlich schreibe ich dann darüber, ich erwähne das auch, dass die in dem Glas dann viel besser rüberkommen, in dem großen Glas. Aber ich war eigentlich geschockt, wie viel die Weine jetzt, wie viel mehr sie zu erzählen hatten. Auf einmal komme ich völlig klar und war dann praktisch in einem Rausch. Also diese Weine habe ich dann so großartig gefunden, dass man jetzt einwenden könnte, natürlich wäre es jetzt fair gewesen, alle Smaragde von anderen Weingütern auch alle aus dem gleichen Glas zu probieren. Ist natürlich nicht möglich, weil viele Betriebe hatte ich schon hinter mir. Letztendlich versuche ich ja immer, das Positive im Wein zu suchen. Ich versuche dem ja sozusagen auf die Schliche zu kommen und dafür ist mir jedes Mittel recht. Und eben auch das Glas. Und in dem Fall habe ich es gebraucht, wenn ich beim Leo Alzinger sitze und probiere da aus Salto Universal. Die meisten fragen ja auch, welches Glas ich benutzen möchte. Die haben ja auch verschiedene Glasbläsereien oder Firmen haben sie da, verschiedene Glastypen und überlassen mir dann die Entscheidung. Und oft ist es dann auch so, dass ich, wenn ich nicht genau weiß, was kommt auf mich zu, dann mache ich nur einen Wein, probiere ich mal kurz aus drei Gläsern und entscheide mich dann. Wie gesagt, wichtig ist für mich immer, dass es passt und ich keine Störgeräusche habe und die natürlich auch vom Glas kommen können. Deswegen akzeptiere ich eben die Gläser, die da kommen. Jetzt so eine Verkostung wie Wiesbaden, große Gewächse, wo man 2 oder 3 Tage sitzt und probiert doch einen Haufen Weine, da nehme ich schon mein eigenes Glas wieder mit, weil ich die Gläser, die es da gibt, mit denen komme ich nicht so gut klar wie mit anderen. Und deswegen habe ich da eigentlich nach Möglichkeit mein eigenes Glas dabei. Also die letzten Male war es immer so. Ne? Ich würde viel lieber gereifte Weine verkosten. Ich würde viel, viel lieber, und das sage ich den Winzern immer, verkauft die Weine doch viel später. Ihr könnt auch eure Orts- und Gutsweine jung verkaufen, aber eure großen Gewächse oder eure besonderen Weine oder so, ja, aber wer soll das zahlen? Die müssen ja Cashflow haben. Also das tut mir in der Tat immer weh und man kann es ja nur erahnen, wo die hingehen. Gerade bei der Rebsorte Riesling oder auch Pinot Noir, wohin die sich entwickeln. Den Weinen ist das doch egal, wie du sie heute beschreibst. Die gehen ihren Weg, egal was du machst. Und du versuchst es nur zu erahnen. Und es gibt Weine, die lassen sich jung ganz gut probieren. Und dann gibt es Regionen, wo der Schwefel ein bisschen lockerer auf der Regalfläche steht, wo das dann einfach schwierig ist, ne? Mit hohen Schwefeldosen sozusagen, empfinde ich oft als störend und brauche dann den Wein auch am nächsten Tag nochmal wieder. Ich brauche einfach, dass das ein bisschen reduziert wird, weil man kann dann nicht immer unterscheiden, ist das Struktur im Abgang oder ist das Schwefel? Also dieses leicht antrocknende, leicht bitter und herbe. So. Woher kommt das? Ist das eine Phenolik? Ist das der Schwefel? Das ist, finde ich, nicht immer einfach zu unterscheiden. Und dann in Kombination noch mit Apfelsäure, also das einfach auch, das sind immer so ein bisschen Aggressionspotenziale, die so ein Wein hat in der Jugend. Das stört in der Jugend, aber es hilft ihm natürlich im Alter. Nur die musst du jetzt bewerten. Und deswegen, ich kann ja nicht mehr machen, als darüber zu schreiben, was passiert, wenn der Wein mich trifft. Also er trifft mich, entweder emotional oder nicht, oder er trifft mich nicht. Aber ich kann nur über diesen einen Moment schreiben, jetzt im Hier und Jetzt, was der Wein mit mir macht oder ich mit ihm. Ne? Und das geht's. Wenn die Leute das dann 4, 6 Wochen später nach Publikation nachprobieren, können die ein ganz anderes Erlebnis haben. Das ist auch völlig legitim, das ist auch völlig normal. Es ist ja eben keine exakte Wissenschaft, sondern ich denke, man muss es, ist wie eine Theateraufführung, wie eine Musikaufführung. Ne? Wenn du Melody Gardot anschaust in Wien und ich schaue es mir einen Tag später in Hamburg ein, sind es zwar da die gleichen Konzerte, die gleichen Lieder, die gleiche Band und Künstlerin, aber die Stimmung in Wien war vielleicht irgendwie intimer, als es vielleicht in Hamburg ist und das Konzert verläuft ganz anders. Dann sprechen wir zwar über das gleiche Konzert, aber über 2 unterschiedliche Erlebnisse. Beim Wein ist es genauso. Das müsste man sich
als Leser halt auch klar machen. Und letztendlich, was man liest, ist, okay, wie ist der mit diesem Wein in diesem Moment zurechtgekommen? So, dann interessiert dich das entweder, machst du die gleiche Erfahrung, willst du die auch haben, dann kaufst du dir vielleicht den Wein. Oder sagst, oh, interessiert mich nicht. Aber so, man kriegt das ja schon ein bisschen mit, immer dieses Abstimmen, hat er recht, hat er nicht recht. Um das geht es ja überhaupt nicht bei der Weinkritik. Wir versuchen als Weinkritiker natürlich den Lesern und Weinaficionados, versucht die den so objektiv wie möglich oder objektivierbar. Ne? Sag mal ruhig, ich sage immer, ich habe nichts gegen Objekt. Man versucht natürlich objektiv zu sein. Ich mag nicht meinen Geschmack den Leuten aufdrängen, sondern es geht darum, den Wein möglichst neutral zu beschreiben. Natürlich nehme ich vielleicht Säure anders wahr als andere. Ich kann mit Säure gut umgehen. Ich habe es gerne, wenn ein Wein frisch ist und wenn er lang ist und lebendig und Spannung hat. Andere mögen es vielleicht mehr rund, cremiger, mundfüllend. Das sind dann Geschmackssachen. Die versuche ich aber dann nicht sozusagen in das Urteil reinkommen zu lassen. Also wie gesagt, du bist in allen Entscheidungen total frei. Da kräht kein Hahn. Also es sagt dir niemand, das musst du aber. Natürlich hat der Wine Advocate jetzt eine 42-jährige Geschichte und natürlich gibt es Weine, die in den jeweiligen Regionen zu den Ikonen, zu den besten Weinen zählen und die auch im Ausland gut distribuiert sind und die ihre Fans haben. Natürlich sind das Weine, die ich versuche jedes Jahr, haut nicht hin, jedes Jahr, also, aber in Deutschland versuche ich die Weine jedes Jahr zu probieren. Aber bei den ganzen Regionen, die ich habe, habe ich eigentlich einen Turnus von 1,5 Jahren, 18 Monaten, bis ich wieder vorne anfangen kann. Das ist einfach sonst zu viel. Ne? Aber ja, wie wähle ich aus? Also es gibt sozusagen die gesetzten Produzenten, die Crème de la Crème, von denen ich meine, dass sie die Crème de la Crème sind. Aber natürlich gibt es viele Newcomer oder und das finde ich ja das Spannende, dass man versucht, an diese aufzukommen. Da ich ja nur weit weg lebe von jeder Weinbauregion und bis zum ersten Rebstock, der nur einigermaßen relevant ist, 5 Stunden fahren muss, höre ich da das Gras nicht wachsen. Also ich brauche meine Informanten, habe ich auch. Ich habe also, man kennt Sommeliers, man kennt Händler, man kennt Freunde, auch Leute in Agenturen. Die fragt man natürlich immer. Oder auch die Produzenten selbst. Sag mal, wer tickt denn noch so in deine Richtung oder wer macht noch interessante Weine mit diesem Ansatz? Sag mal, ökologisch nachhaltig und keine große Kellertechnik im Sinne von neuen ökologischen Verfahren. Also man hört sich natürlich um und dann, was ich ganz gerne mache, ist dann eben an diesen Abenden, wo man schon 2 große Termine gehabt hat, dass ich dann mich mit einem Winzer treffe, der dann neue Winzer, die ich bisher noch nicht kenne, organisiert hat, die dann einfach mal zum Verkosten mal 3, 4 Weine mitbringen. Und dann sitzt man abends beim Barbecue irgendwie zusammen und probiert die Sachen mal durch. Und da findet man dann schon wieder neue Betriebe, die man dann entweder noch auf der gleichen Reise einbaut und besucht. Und versucht sich ja auf diesen Reisen immer eine kleine Pufferzone zu lassen, eben für solche unerwarteten Entdeckungen. Oder man lässt es sich mal nach Hause schicken und besucht ihn dann bei der nächsten Reise. Wenn die Weine dann tatsächlich so spannend sind, sage ich, hey, ich muss unbedingt hin. Genau, also das sozusagen, man hat ein System, ein Informationssystem aus Scouts, aus Winzern, Sommeliers, Händlern, was auch. Und natürlich liest man auch, was andere vielleicht so schreiben. Über Social Media kriegt man ja viel mit, was im Busch so los ist. Und wenn man, ja, es ist nicht immer wichtig, was jeder Einzelne sagt, aber man kriegt natürlich so eine Stimmung mit, zumal wenn noch Bilder von Weinbergen dabei sind oder von Kellern oder man sieht vielleicht im Hintergrund, was trinken dieser Winzer sonst noch so, dann sagt man, okay, der weiß zumindest, dass nach der Flussbiegung die Welt noch weitergeht, dann könnte es schon spannend werden. Ne? Also mein Anliegen ist, die Leute darüber zu informieren, was in den Regionen passiert und welche Weine es dazu sich lohnt zu entdecken. Und natürlich auch, es gibt ja genügend Weine, die die Konsumenten jedes Jahr kaufen, ne? Denke ich mal. Und
die dann wissen möchten, wie ist meine Meinung dazu, wie ist die Meinung von Stuart oder James Suckling oder von anderen Kollegen, die sozusagen publizieren Weinnotizen und sich dann ihr eigenes Bild machen. Also mir ist es darum getan, sozusagen möglichst objektiv darüber zu berichten, wie ein Wein oder ein Jahrgang geworden ist. Also schon ein informativer Charakter und nichts, was jetzt irgendwie versucht, Macht auszuspielen, die man natürlich hat über den Titel, für den man schreibt. Aber das natürlich möglichst wenig spüren zu lassen, oder um das ist es mir überhaupt nicht getan, ne? Da irgendwie eine politische oder weinstilistische Vorgaben zu machen. Ne? Natürlich hat man seine eigene Ästhetik, was man als komplexen Wein erachtet oder als spannenden Wein. Das macht sich dann in der Summe für die Leser schon bemerkbar, denke ich. Also ich glaube, man kann mir schon zuschreiben, welche Stilistik sozusagen der Reinhard, was bei ihm gut wegkommt. Ne? Und dann muss der Leser entscheiden, folgt er dem oder nicht. Mehr kann man nicht tun. Ne? Wie gesagt, aber es soll sozusagen nachvollziehbar sein und das ist zumindest der Anspruch, den ich habe. Ne? Entspannt zu bleiben, neugierig zu sein und die Kritik so zu lesen, dass sie sozusagen über diesen Wein berichtet, wie ich ihn oder der Kritiker in diesem Moment wahrgenommen hat. Das ist erstmal eine Information, die was über den Wein aussagt, aber auch möglicherweise über den Kritiker. So, und das ist eine Meinung, ein Standpunkt, den man sich zu Gemüte führt und mit dem muss man dann umgehen können. Ne? Es hilft jetzt nicht unbedingt, den sozusagen abzupausen mit dem, wie ich ihn sehr persönlich wahrgenommen habe, sondern eben ist es vielleicht auch spannend zu sehen, dass es andere Standpunkte gibt als den eigenen. Zum Beispiel The World of Fine Wine, da gibt es im hinteren Teil immer 3 oder 4 Proben, wo wir zu dritt verkosten, blind, und wo jeder zu jedem Wein seinen eigenen Kommentar schreibt und seine eigene Bewertung. Und das wird alle drei Bewertungen und Notizen stehen nebeneinander, untereinander. Und es gibt dann eine Durchschnittsnote, die sagt aber natürlich überhaupt nichts aus, sondern dann entscheidet man sich, folge ich eher dem, kann ich mit dem Andrew Jeffert was anfangen, mit Stephen Brook oder mit Stefan Reinhardt oder Jancis Robinson oder wer auch immer da mitverkostet. Also das finde ich sehr spannend und ich lese diese Notizen total gerne und natürlich sagen sie immer einiges auch aus über den Verkoster. Also hat er eine große Erfahrung vielleicht mit dieser Weinregion oder vielleicht nicht, ist er auf anderen Gebieten stärker oder so. Ich finde das immer total spannend und ich würde mir wünschen, man würde das zumindest auch hierzulande oder Deutschland, Österreich finde ich halt irgendwie extrem, wie das ausgelegt wird oder wie das gelesen wird. Das ist in den Staaten völlig anders. Also da wird das jetzt sozusagen als Vorlage genommen. Okay, das klingt interessant, das probiere ich aus. Und da hat mir noch nie jemand geschrieben, was hast du denn da gemacht? Ja? Können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Sondern die bedanken sich für die Tipps und wie ich weiß, die lassen sich ganz gerne informieren. Also das ist dann auch motivierend und gegen Besserwisser kannst du sowieso nicht anschreiben. Ne? Das ist dann auch wirklich Schnuppe. Wichtig ist, oder was eben motivierend ist, ist sozusagen für die zu schreiben, die wirklich interessiert sind an Wein und die was Neues entdecken möchten. Teils, also ich habe nichts abonniert außer The World of Fine Wine das lese ich auch und das sind die meisten Kritiker sind aus UK. Anne Krebiel ist dabei, ist eine Deutsche, die aber auch in UK lebt und so. Das finde ich schon immer spannend. Sind ja viele MWs dabei, aber natürlich nicht alle. Ich bin großer Fan von Andrew Jeffert als Autor zum Beispiel. Und diese enormen Erfahrungen von Jancis Robinson, das sind schon wichtige Leute,
Ich sehe das immer, das ist immer hochinteressant, das zu lesen, deren Meinungen und auch ihre Kommentare zu den Weinen. Das finde ich schon spannend. Aber ansonsten lese ich das nicht. Ich finde, Stuart lese ich ganz gerne, ohne das abonniert zu haben, weil er Weine völlig anders beschreibt, ne? Das ist ganz unterhaltsam und das finde ich auch spannend. Und natürlich dann meine Kollegen William Kelly, Luis Gutierrez oder so, was die aus Spanien, Burgund berichten, Champagner, das ist total spannend, ne? Und dann ist man schon fast immer direkt beim Einkaufen. So lese ich das, dann ist das für mich auch ein Gewinn. Also ich will ja was Neues kennenlernen, weil ich kann nicht überall mich auskennen. Ne? Da bin ich halt auf Korrespondenzen angewiesen und so verstehe ich das. Wir sind Korrespondenten. Die Beschreibung ist viel wichtiger. Viel wichtiger. Wenn ich könnte, wenn ich dürfte, würde ich die Punkte weglassen. Aber die Leute brauchen sie. Also leider, ich wollte das damals mal bei Vinum machen, das ging, war nicht durchzusetzen. Ne? Ich finde den Beschrieb eines Weines, das ist ja das eigentlich, was animiert, einen Wein zu kaufen oder auszuprobieren. Das ist ja nie die Punktzahl, also hoffe ich zumindest. Die Punktzahl alleine sagt ohne die Notiz überhaupt nichts aus. Was will man damit tun? 98 Punkte, was heißt das? Sagt überhaupt nichts, null. Wenn man aber eine Notiz liest und sagt, wow, den sieht er bei 98 Punkten so gut, sieht er den, ne? Also dann könnte ein Schuh daraus werden. Dann kann man sagen, okay, den will ich ausprobieren. Du hast beim Kino zum Beispiel diese Sternchenvergabe, ne? Oder weiß nicht, welche Buchstaben oder sagen wir mal Sterne, gibt es wie in Weinbewertung eben auch 5-Sterne-System. So, das ist für die schnelle Orientierung ist das natürlich hilfreich, wenn man die Filme hat, nicht jede Kritik gelesen, aber natürlich geht man in einen Film, entweder mal, weil man mag die Schauspieler, den Regisseur oder so, oder weil man aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil die Freundin es sehen will oder der Sohn oder keine Ahnung, da gibt es unterschiedliche Motivationen. Oder wenn man sich nicht auskennt, dann scannt man ja mal kurz durch, okay, was hat eine hohe Bewertung bekommen, scheint ein spannender Film zu sein. Von einer Publikation, die man schätzt, das muss man dazu sagen. Ne? Das gilt CD-Kritiken oder Musikkritiken, gilt das genau das Gleiche. Filmkritiken haben den Nachteil, dass sie sehr, sehr lang sind in den überregionalen Tageszeitungen. Die Zeit hat man nicht immer, aber ich habe das damals gelesen, als Michael Alten noch gelebt hat. Das war für mich ein grandioser Filmkritiker. Und alles, was der so beschrieben hat, dass ich es spannend fand, der kam ohne Punkte aus, aber der hat auch fast eine halbe SZ-Seite immer Feuilleton zur Verfügung. Das war immer hochspannend und das war für mich eine Autorität, mir Filme anschauen zu gehen. Und warum der Weinhandel, ich meine, selbst wenn man auf unsere Seite geht, wie kann man diese jetzt, heute oder morgen erscheint Report Markus Molitor, dann eine Woche später Mosel. Das sind dann 700 Weine insgesamt, und die kann man sich sortieren nach Punkten. Klar, und das werden die meisten Leser auch tun und sagen, okay, wo sind die besten Weine des Jahrgangs zu finden? Welche sind das? Ja, das ist so. Das lässt sich so sortieren, das schafft eine schnelle Orientierung, aber informativ ist das natürlich nicht. Das ist dann eher so dieser sportive Charakter, ne? Was sind die Weine, die man getrunken haben muss? Ich fände es langweilig. Also ich mache es so überhaupt nicht, sondern ich lese wirklich die Texte durch. Ne? Die finde ich spannender und da ergibt sich, wenn ein Wein wirklich gut beschrieben ist, dann kriegt man eine Vorstellung davon und sagt, oh, das interessiert mich. Da sind mir dann auch die Punkte egal, ob der jetzt 84 oder 94 hat oder ob er 100 hat oder ich weiß noch, als ich Wine Advocate Leser war, 15 Jahre her oder so, ich war ein Fan von David Schildknecht. Der hat immer die Weine beschrieben, die mir gefielen. Und die hatten aber alle 88, 89 Punkte. Und da habe ich gesagt, ja, schade, irgendwie habe ich anscheinend keinen höherwertigen Geschmack. Ich konnte damit gut leben. Ich wusste, die Weine, die beim David 88, 89 hatten, waren mein Geschmack. Und ja, inzwischen sind wir ja, kriegst du ja Ärger, 88 existiert ja kaum noch. Ne? Die Gefahr ist natürlich da. Jetzt kommt, muss man aber auch sehen, das kommt natürlich jetzt auch so, dass wir
ich weiß nicht, ob die anderen das auch so machen, aber ich denke schon, du kannst ja nie in den Regionen alles probieren, sondern man sucht sich die Spitzen aus. Und wenn von den Spitzen ein Wein irgendwie durchhängt, dann kriegt er auch eine schlechte Bewertung. Aber das kommt so häufig nicht vor. Also wenn du bei meinen Namen eingibst und mal guckst, mach mal alle Weine zwischen unter 80, dann kannst du das googeln und dann wirst du einige Weine finden. Das stimmt so nicht, dass man nur hochwertet. Also ist die 85 gibt es, es gibt auch die Weine unter 80 und das wird auch bespielt, aber eben viel seltener. Ja, also das würde ich schon sagen. Und ich sage mal, wenn jetzt ein neuer Betrieb dazukommt, den man überhaupt nicht gekannt hat, gesagt, es gibt ja auch viele Initiativbewerbungen, die sagen, darf ich dir mal eine Auswahl aus meinem Programm schicken? Dann machen die das und ich frage sie vorher schon ab. Ich sage, hey, wir machen hier sozusagen Olympische Spiele. Also das ist schon die Show der Allerbesten. Ob er sich denn so weit sieht, dass er sich zu den besten Weinen Deutschlands oder Österreichs zählt. Und wenn er dann selbstbewusst ja sagt, dann sagt er, gut, dann schick mal sechs Weine. Und dann ist es oft schon so, dass das die Weine dann die 90 dann doch eben nicht erreichen, sondern zwar gute Weine sind, aber ich sag mal so in gut, wenn man Schulnoten gibt, in gut befriedigend Bereich sich irgendwo abspielen. Aber jetzt nicht in dem, was unsere Leser suchen. Das sind ja nun mal Hardcore-Wine-Buyer, Fine-Wine-Buyer, ne? Die wollen wirklich was Aufregendes kaufen und den muss ich da nicht mit irgendwelchen, das interessiert die nicht, Weine mit 85 Punkten. Deswegen versuche ich die auch gar nicht erst anzufordern. Also es ist, weil das unsere Leser nicht interessiert, die suchen eben nach was anderem. Wir haben den Markt nicht. Das können andere Weinzeitschriften machen, die eher eine Connection mit dem Supermarkt haben oder mit Großverteilern oder so. Aber unsere Leser sind das eben nicht. Nein, also ist sowieso Feedback ist selten. Es kommt ab und zu, trudelt mal was rein. Ich glaube, ich habe bei der FAZ mehr Leserkommentare als beim Wine Advocate. Ja, aber das hat angefeindet, was heißt das? Keine Ahnung. Also ich bin in keinen Gruppen drin, also diese da Social Media Gruppen oder so, das muss nicht sein. Also der Tag ist eh ausgefüllt. Aber man kriegt natürlich immer mal was zu Ohren, dass über irgendwas jetzt besonders debattiert wird. Ja, mein gut, so ist es halt, ne? Man legt vor und ich weiß noch, dass ich meinen ersten Weinartikel in der Süddeutschen geschrieben habe, da gab es natürlich sofort Prügel. Das ist Teil des Geschäfts, das ist die Bedingungen, unter denen man antritt. Ne? Da muss man drüber stehen. Also ich mache das nicht, um Leute zu provozieren, um sie zu ärgern, sondern man will sie ihnen eigentlich helfen, aber man kann es den Leuten nicht recht machen. Deswegen, also mich persönlich feindet eigentlich. Ich wüsste es nicht, was da im Hintergrund, hinter den Kulissen oder irgendwo in den mir nicht wahrnehmbaren Bereichen abgeht, das weiß ich nicht. Es ist mir aber auch herzlich egal, weil mir ist wichtig, dass ich vor mir selbst sozusagen, dass ich in den Spiegel gucken kann, dass ich meine Arbeit ordentlich mache, und dass ich dafür bezahlt werde. Das sind die wichtigen Dinge. Schwierig, ob das jetzt Regionen sind. Also ich wünschte mir, dass Elsass würde den Ruf haben, den es verdient. Es ist für mich eine der aufregendsten Weinregionen der Welt, mit den besten Weinen, auch mit den besten Rieslingen der Welt. Und Pinot Noir, up and coming, im Elsass, also hochspannend, fantastische Betriebe, also erstmal fantastisches Terroir, sowas von vielseitig auf 15.000 Hektar haben die, ne? Das ist keine große Region. Aber das ist für mich, wo ich mir wünschen würde, die Leute seien offener dafür und würden nicht immer die ganzen Stereotypen, diese Klischees, die über das Elsass, die man ständig hört, die Weine sind plump, breit, schwer und so. Da müssen die Leute einfach mal wieder hinfahren und sich informieren. Das ist einfach nur Gerede und also von daher ist da Potenzial. Dann die Loire ist inzwischen ja kein Geheimtipp mehr. Ich finde die Weine absolut großartig. Sie sind nicht hoch im Alkohol. Cabernet Franc ist nicht grün, ist nur frisch, hat Säure.
altert wahnsinnig gut über Jahrzehnte, wenn man ihn richtig lagert. Chenin Blanc, das sind irrsinnig spannende Sorten, und es gibt, wie gesagt, Sorten ist das eine, es ist banal, es ist langweilig, aber eben die Terroirs in Andalore sind spannend, und die sind halt mit Chenin und mit Cabernet Franc bepflanzt. Oder auch spannend Muscadet, was sich da die letzten Jahre getan hat mit den Weinen, die auch auf Granit wachsen. Das ist, glaube ich, auch eine Region, die man wieder entdecken wird oder eigentlich schon dabei ist. Die Loire hat ja jetzt schon so im Freak-Bereich, in der Hipster-Szene, genau wie das Jura. Das hat man ja vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass die Weine mal so angesagt sein werden. Dann natürlich die Champagne mit dieser ganzen Grower-Scene. Das finde ich spannend. Da gibt es ja jedes Jahr neue Betriebe, dass die tolle Terroirs haben, die jetzt mal sozusagen endlich auch so bespielt werden, dass man sie zum Ausprodukt bringen kann, nämlich mit nachhaltiger Bewirtschaftung oder biodynamischer Bewirtschaftung. Da kann man jedes Jahr hinfahren und nur neue Produzenten probieren. Das ist spannend. Also das ist jetzt mal in Europa, was mir jetzt spontan, dann Spanien, was Luis da aus Spanien entdeckt und schreibt, ist ja inzwischen auch. Ich denke auch dank Luis Berichterstattung, dass das Interesse und seines tollen Buchs hier, weiß nicht, die neuen spanischen Winzer, da ist ja momentan ein totaler Run drauf auf diese Region. Eben hochgelegene Lagen mit hochspannenden Weinen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, die ich jetzt nicht so. Griechenland fand ich immer spannend. Ich finde, Österreich ist auch noch nicht erschöpfend dargestellt. Ich glaube, dass da auch, wenn ich mir Spitzer Berg angucke zum Beispiel, was das für eine tolle, spannende Lage ist, eigentlich ein eigener Bereich, den man von Kanunen schon fast abgrenzen könnte oder einen eigenen Bereich draus machen kann. Ganz einzigartige Weine, wo ich denke, da ist noch viel Potenzial, weil noch gar nicht alles so bespielt wird, wie es bespielt werden könnte. Und da hat Österreich einige Ecken noch, die spannend sind. Das ganze Mittelburgenland zum Beispiel ist von Terroirs spannend. Nur haben wir eine völlig beschissene DRC-Regelung. Und Südburgenland, also es gibt in den existierenden Regionen, dank der Winzer, die irgendwas neu interpretieren, ob das in der Wachau ist, ob das im Kremstal ist, ob das am Wagram ist, das ist spannend. Und sie öffnen halt zu neuen Weinstilen ein Fenster, die man in dieser Region vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Und das finde ich spannend. Also das muss man gar nicht immer nur an Regionen festmachen, ne? Also es gibt bestimmt ganz, ganz viele. Und dann in anderen Ecken der Welt, wo ich mich gar nicht mehr auskenne, natürlich auch. Nee, wir haben keinen Kontakt. Ich glaube, keiner von uns hat noch Kontakt. Also der rentnert jetzt, isst viel Fleisch, wie ich sehe, immer auf seinen Postings, und glaube, lässt es sich gut gehen. Aber es gibt jetzt, ich weiß nicht, wann der letzte Kontakt war, aber ich sag mal, es ist bestimmt 2 Jahre her, dass wir mal gemeldet haben. Und oft ging es dann übrigens um einen österreichischen Wein, auf den er total steht. Also die schönen Seiten sind, dass man mit ganz netten, interessanten, klugen, nachdenkenden Leuten zusammenkommt. Ich war ja vorher in der Musikszene und Theaterszene, auch spannende Leute, Schauspieler, Sänger und sowas. Schon, und für mich ist der Sprung gewesen, vom Theater weg dann in den Weinberg und Winzer zu treffen, gar nicht so groß, weil ich finde eben die Winzerei auch eine Kunst. Also sie setzen sich ja sehr gedankenvoll mit ihren natürlichen Voraussetzungen und ihren Quellen so auseinander. Und was man sozusagen da interpretierend draus machen kann, das ist ja auch eine geistige, vor allen Dingen auch eine geistige Leistung. Weil alles andere ist ja sozusagen daraufhin abgestimmt, wie man dann im Weinberg arbeitet, wie man vinifiziert. Man hat ja vorher eine Idee im Kopf. Und wie man da hinkommt und das entwickelt, das finde ich sehr spannend. Also dann sind alle Weinregionen, die meisten, sind wunderschön. Also es ist immer eine tolle Landschaft, und man ist irgendwie immer sehr entspannt, wenn man
sich die Zeit nimmt und nicht 8 Termine am Tag macht oder 4, sondern nur 2 oder 3, dann nimmt man auch irgendwie anders wahr, ne? Wenn man langsamer durchgeht. Das sind die schönen Sachen. Die negativen Sachen sind einfach, ich meine, es ist Alkohol, es hat hohe Säuren. Also meine letzte Moselreise, weiß nicht, die hat mich fast umgebracht. Ja, es waren nur 16 Tage am Stück. Viele süße, 2 Jahrgänge, die ich auf vielen Betrieben probiert habe. Da steht dann schon eine Batterie an Wein. Ne? Markus Molitor stehen alleine 110 Weine von einer Kollektion. Das fordert einen wahnsinnig und du hast zu tun mit Fructose, die sofort ins Blut geht. Also wenn du abends Süßweine verkostest, irgendwas geht ins Blut, du schläfst nicht. Wenn du TBAs, BAs auslesen, probiert hast, spät lesen, du schläfst nicht. Du hast am nächsten Morgen aber um 9 schon wieder deinen Termin. Also 16 Tage, nur 4 Stunden zu schlafen, ist eine Schattenseite des Berufs. Dann die hohen Schwefelwerte an der Mosel. Wenn man darauf sensibel ist, auch auf die hohe Säure, Apfelsäure oft, also das etwas gewisse Aggression, was man sagt, eine Mosel gehört zum Terroir, sehe ich ja nicht so, aber es wird so, ist halt zur Moselkultur gehört es, das stimmt schon. Das muss dein Darm aber auch erstmal aushalten oder dein Magen, was auch immer da verrückt spielt, aber ich kann dir sagen, das ist Leiden auf hohem Niveau. Zum Beispiel, ne? Und dann natürlich diese vielen Abwesenheiten, dass du praktisch gar keinen zu Hause hast, wenn du 180, 190 Tage im Jahr unterwegs bist und dann jeden Abend in einem, oder fast jeden Abend in einem anderen Hotel schläfst. Das ist, bist du schon irgendwie wie ein Getriebener. Und dann natürlich auch, ist es irgendwo auf Fließbandarbeit. Bei 4.000 Weinen, wenn man das runterrechnet, ich will auch nicht jeden Tag Wein verkosten, ich will auch mal eine Woche oder 2 gar nichts. Das sagt mein Körper mir schon, wann ich Pause machen muss. Und trotzdem landest du immer wieder bei 4.000. Die musst du eben gut verteilen. Und manchmal wünschte man sich schon, ist das überhaupt noch menschenwürdig, so viel zu probieren? Ne? Also kann man das überhaupt, also tut das deiner Gesundheit noch gut, deinem Wohlbefinden, tut dir das noch gut? Diese Frage stellt man sich schon noch manchmal. Also da klatscht man nicht nur in die Hände und sagt, hey, ich habe den geilsten Job der Welt, ne? Diesen Facebook-Satz, da hast du von mir noch nicht, also hat noch niemand von mir gehört, weil es gibt bestimmt geile Jobs und so und das ist auch kein ungeiler Job, aber er fordert auch.